sogar meine Frau muss. Ich lasse nirgendwo anders mehr Tipps machen, außer hier. Ihr lieben Freunde, heute ist Freitag, sein Lieblingstag. Wir haben heute das Thema Pluspolabdeckung an der Batterie. Oftmals bei der TÜV-Prüfung kommen wir mit den Kunden ins Gespräch. Dafür ist kein Verständnis vorhanden, warum so eine Abdeckung überhaupt sein muss. Und deswegen heute der Post, damit ihr mal die Hintergründe kennt. Ich denke, wenn ihr die Hintergründe kennt, werdet ihr verstehen, warum das Ganze so wichtig ist. Jetzt würde ich der Tim mal zeigen, überhaupt, was ist denn ein Pluspol an der Batterie? Das erkennt man doch meist an der Batterie mit dem Pluszeichen. Aber das heißt nicht nur Pluspol, weil da ein Plus steht, sondern da ist Strom drauf. Genau. Ist das vielleicht für die Techniker ganz normal, aber für die Nicht-Techniker kann man sagen Pluspol, weil dort ist Strom. Vereinfacht gesprochen. Tim, aber was ist jetzt so wichtig? Warum braucht man diesen Pluspol oder diese Pluspolabdeckung? Dadurch, dass die Batterie ziemlich weit oben im Motorraum sitzt und wenn zum Beispiel hier keine Matte in der Motorhaube wäre, könnte das Metall auf den Pluspol kommen und es würden Funken entstehen. Im schlimmsten Falle könnte es sogar zum Brand kommen. Okay, also wenn jetzt Metall auf Metall kommt, kann ein Funkenflut entstehen. Deswegen macht die Feuerwehr beim Unfall sofort. Richtig. Die kappt den Pluspol. Das allererstes. Und das Kabel vom Pluspol. Genau. Falls nämlich beim Benzin austritt oder auch Dämpfe entstehen, genau, und es gibt einen Funkenflut, kann das Ding. Richtig. Sich entzünden. Okay. Und das ist auch der Grund, warum wir beim TÜV das Ganze auch bemängeln. Wirklich aus den Unfallursachen oder auch aus den gefährlichen Brandursachen. Und wenn jetzt ein Kunde zu uns kommt und der hat keinen Pluspol drauf, ist es beim TÜV ein Mangel. Und was können wir den Kunden, unseren Freunden anbieten? Da haben wir ein kleines Schmankerl. Das ist ein kleines Geschenk nach der TÜV-Prüfung. Dann kriegt er von uns eine Pluspolabdeckung. Wow. Bitte mal anbringen. Also, ihr lieben Freunde, wer zu uns zum TÜV kommt und hat keine Pluspolabdeckung, wie eben gerade erwähnt, ist wirklich wichtig, der bekommt von uns eine Pluspolabdeckung. Bekommt von uns eine Pluspolabdeckung. Ich denke, ich habe verstanden, warum das so wichtig ist. Tim, war mir gut? Ich hoffe es. Ich weiß es. Das war's, ihr Lieben. Schönen Feierabend. Schönen Tag noch. Mach's gut. Bis demnächst. Sogar meine Frau muss zum TÜV. Ich lasse nirgendwo anders mehr TÜV machen, außer hier.